Gehören. Gehören. Hat ja ein Hirsch eigentlich eher, ne? Vor allem, wir hatten da die ganze Zeit über so kognitive Sachen und sowas gesprochen. Also das Wort fiel sehr häufig. Ja. Und das war einfach bescheuert. Gehören. Gehören? Der Mensch hat ja auch ein Gehören. Nee, eigentlich nicht. Nee. Seit wann hat der denn Elch im Kopf? Wär cool. Ja. Manchmal hätte ich auch gerne so ein Weih auf dem Kopf. Ich gebe übrigens offen zu, dass ich nicht Elch von Hirsch unterscheiden kann. Aha. Ich sehe da irgendwie keinen richtigen Unterschied, ehrlich gesagt. Ein Elch ist doch fett, oder nett? Ein Elch sieht ganz anders aus. Der hat ja auch so ein plattes Geweih, also so gabelmäßig schon eher, so Forken. Und der Hirsch hat ja einfach nur so Stöcker. Also, das Geweih ist ja komplett unterschiedlich bei Elch und Hirsch. Kann sein, aber kann mir das nicht merken, wer ist. Ach so, ja. Man kann dir das gerne mal ein Bild zeigen. Eine andere als... Was redest du da? Was willst du? Ich laber nur irgendeine Scheiße vor mich hin. Ja, das stimmt. Die vielleicht lustig sein könnte, aber es ist ja das meiste, was ich sage, ist ja nicht so lustig. Ach, doch, doch. Ach, doch. Ja, Was macht man da? Ja. Also, ich finde dich lustig, Jolle. Ja. Oh, das ist schön. Du machst mich gelegentlich fröhlich. Seit 23 Jahren. Gelegentlich fröhlich. Mit Mineralwasser. Jetzt ist er schon längere Jahre alt. So. Sollten wir die vielleicht die einfachen irgendwie für nach den schweren aufheben? Ja, genau. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Das denke ich auch, ja. Das ist zeitsparender. Speitzahnender. Hardman. Magnetman. Irgendwann, das mache ich, glaube ich, auch mal als Let's Play. Heart of Darkness. Dart of Harkness. Ah, ich habe noch so viele Sachen, die ich dies ja gerne machen möchte. Also, ich bin ja sowieso am Überlegen, ob ich das, was ich jetzt als nächstes Let's Play machen wollte, ob ich das überhaupt mache, ob ich nicht lieber doch erst andere Spiele nehme. Nimm doch das, wozu du am meisten Lust hast, ja, aber das entscheide ich. Ja, das kannst du bei mir aber so nicht sagen, weil ich habe auf viele Spiele gleich viel Lust. Das ist natürlich dann ein Problem. Richtig, und das ist aber schon seit jeher das Problem. So. Das könnte unter anderem auch ein Grund dafür sein, dass ich meist relativ viele Projekte gleichzeitig habe. Ja, das könnte man daraus schließen, ja. Wie viel musst du denn noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt erst 3 oder so von 5. 8. 3 out of 5. Das war jetzt Gemini Man. Das sind doch jetzt die Great Eight, ne? Ja. Und ich weiß auch schon, wie der Boss danach heißt. After Eight. Hab ich heute übrigens gegessen. Der war gar nicht mal so schlecht, aber... Nee, aber ich mag die ehrlich gesagt After Eight nicht wirklich. Warum also nicht? Ich mag After Eight Torte, mag ich sehr gerne. Die habe ich noch nicht gegessen. Ich finde den Geschmack irgendwie bäh. Ich habe einen Nikolaus von After Eight. Ich hab eigentlich gedacht, dass der außen dunkle Schokolade hat und dann in der Mitte... Also dass es so 3 Schichten sind. Also außen dunkle Schokolade, dann so eine Schicht von diesem After Eight Matsche und dann halt wieder eine Schicht dunkle Schokolade. Magst du denn auch eigentlich weiße Schokolade, Alex? Ja, sehr gerne. Ja. Mein Vater mag auch weiße Schokolade sehr gerne. Das freut mich. Ja. Das könnte nämlich dann sein, dass wenn du hier bist, dass wir dann weiße Schokolade im Haus haben. Achso, ich dachte zum Abendessen oder so. Ja, auch. Ihr esst ja so eine Torte mit weißer Schokolade. Ja. Ich liebe weiße Schokolade. Ich liebe auch weiße Schokolade mit Nuss oder weiße Schokolade mit Crisp oder alles. Heute liebe ich euch. Ja. Ich mag auch gerne. Also in gewissen Maßen mag ich auch zartbitter. Also zum Beispiel dunkle Vollnuss esse ich auch gerne, aber halt nicht nur. Das bist du aber auch, ehrlich gesagt. Zartbitter? Nee, du bist eine dunkle Vollnuss. Also dunkel bin ich aber gar nicht eigentlich. Doch, von Haaren her schon. Ja, gut. Ja. Dunkle Vollnuss. Jule hat ja auch Haare. Die ist aber keine dunkle Vollnuss. Ach, das wissen wir jetzt ja, seitdem Dennis das erzählt. Bescheuert. Hier möchte, glaube ich, mein Kater gerade ins Zimmer. Da musst du ihn reinlassen. Ich habe deinen Vater gehört. Mein Vater spricht gerade mit meinem Kater, ob der hier rein will. Ach so. Ich dachte schon, dass der Kater nicht mit dir spricht. Doch, tut er auch öfter. Ja, genau. Der erzählt mir auch schon mal ein. Und Lissi macht meistens nur...
Da klingelt wie ein Telefon, nee, doch nicht. Needleman haben wir Needleman gemacht, ne? Ja, das war, glaube ich, das mit Fight Fire with Fire. Ja, der wirkt. Kannst du eigentlich, wenn du schießt und seine Schüsse triffst, kannst du seine Schüsse auch damit abblocken? Nö. Schade. Leider nicht. Leider ja! nicht. Rast denn mal aus, du Penner. Alle rasten aus! Das sieht gar nicht schlecht aus. Ist das der letzte? Ja. Ich guck mal. Nee, Entschuldigung. Ich guck mal eben vor der Tür, ob mein Kater. Spring drauf, sonst ist. Okay. Gut. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Zwei noch. Leichte? Sparkman und ja. Den Razorblade Fuzzi. Razorblade Fuzzi. Aber ich glaube, bei Sparkman hat der Razorblade Fuzzi ganz gut funktioniert. Ist das der mit seinem Kreisel? Nee. Oder das wirkt. Jawoll! Jetzt hast du volle Energie. Ich hab die Energie nicht bekommen. Nein! Aber ich hab ja noch einigermaßen. Ja, aber trotzdem ist das doof. Und ich hab noch zwei Leben, von daher wird das jetzt wohl, glaube ich, hinhauen. Okay. Und danach kommt dann noch eine Stage erst wieder oder gleich Dr. Ryan? Das weiß ich schnell. Okay. Gucken wir mal. Wer stimmt noch mal ein Passwort kommt? Ich glaub da nicht mehr dran. So, ich brauch irgendwas, was auf Entfernung geht. Okay. Dave ist jetzt mit seinem Kater Gassi gegangen, ne? Ich weiß es nicht. Okay. Das wird nicht so prall, oder? Weiß ich nicht. Besseres, glaube ich. Ja, da bin ich jetzt selbst doof gewesen. Aber den hast du doch vorhin schon mal besiegt, ne? Ja, aber irgendwie ging das da schneller. Das war zack, zack, zack und dann war der tot. Ach, welchen hatten wir denn da noch? Ich nehme mal Gemini. Gemini. Ach, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Mann. Gemini. Ich denke mal an Jebediah Springfield, wenn ich das höre. Gemini heißt das, ja. Nee, das ist auch kacke. Aber woran erkennt man das denn, ob der Gemini oder Gemini heißt? Das erkennt man nicht, das ist einfach die englische Pronunciation. Das ist, ist das ein Wort direkt? Nee. Nö, ist ein Name. Gemini. Also du sagst ja im Englischen sagst du ja nicht Gemini. Das weiß ich ja eben nicht. Nee, das ist ja. Ja! Ja! Das I wird ja so nicht ausgesprochen. Ja gut, aber nicht immer, oder? Es gibt doch auch Wörter, die. Es gibt Ausnahmen, ja. Aber. Ja. Okay. Eben. Können uns Sachen aufladen. Ich habe eben verstanden, Köln. Ich meine, bei Eigennamen ist das sowieso nochmal wieder was ganz anderes, aber. Eigentlich so Gemini, würde ich sagen. Und ein Leben haben wir auch noch. Klingt auch besser als Gemini Man. Rimini! Gemini! Arschgeweih! So, was jetzt der Stand der Dinge? Ja, wir haben die Great Eight besiegt. Tot gemacht. Great Eights ist tot, ja. Ja! Sehr gut, wir müssen ihn nicht mal machen, wenn wir sterben. Gibt's ein Passwort, oder wie? Nee, aber... ist eine neue Stage jetzt. Ah, okay, jetzt gibt's auf... Oh, es regnet. Jetzt gibt's auf jeden Fall wieder was zum Aufladen hier, das ist schön. Ja. Magnet Man? Tut mich ein bisschen irritieren, dass der Hintergrund jetzt schwarz ist hier unten von dem Gedöns. Ich finde das sogar deutlicher. Ja, aber das sieht so aus, als ob da irgendwie was fehlen würde. Nö. Oh. Nein! Nein! Oh, noch ein Leben. Deal Geil. With it. Then use it. Okay. Ja. Ich okay, kann ja mal. Er kommt direkt der Nein! Entlass, die Cartridge failed. Ach nö. Oh. Aber man sieht ja noch alles, das ist ja gut. Ja. Bin am überlegen, ob ich demnächst nicht mal so ein Let's Play von Ratchet und Clank mache. Danke für eure Anteilnahme. Schweigen! Ja, ich kann jetzt nicht viel zu sagen, ich kenne das Spiel halt nicht. Ich auch nicht. Deswegen, ja, ich weiß, dass Rick das kennt, der fährt voll drauf ab, der Nermin, der fährt voll drauf ab. Ja, und Dennis auch. Genau. Dennis, ja, ja. Aber ob der drauf abfährt, weiß ich nicht. Ah, ich kann mich sogar noch an den Boss erinnern. Den hatte Dennis doch sogar im Stream. Mal. Ach, Mr. Turtle, hör mal auf, da rumzukraxeln. Ich glaube, das ist jetzt nicht so dein Hauptproblem, Jule. Muss ich mal in die richtige Bahn hier zurücksetzen. Fuck.
Der hat nur so ein bisschen Energie gehabt. Hat er mehrere Phasen? Ich weiß es nicht. Sieht danach aus. Der ist einfach eine einzige Phase. Ein Zustand ist das. Hört ihr das? Was denn? Ich hab grad nur wieder Telefon gehört. Nee, dieses... Nee, das höre ich nicht. Das ist der Turtle, der seinen Panzer über den Aufgang reibt. Ah, ich höre da nichts. Mr. Turtle. Er reibt seinen Panzer über den Aufgang. Das Turtle. Das irritiert hier ein bisschen. Oh, das funktioniert schon mal nicht. Es irritiert leicht, ja. Das glaube ich. Ich finde es schon witzig. Ich kenne das ja von früher auch. Was denn? Nur diese NES-Bugs. So, erste Dings wäre schon mal fertig. Ich kenne das nicht. Das klingt so gefährlich. Ich krieg grad schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Yes! Wow. Wow. Weil ich sehr Rest viel Energie. Du hast richtig gute Energie noch. Mhm. Ah, jetzt ist die Cartridge wieder gut. Hättest du den bei den anderen Kämpfen auch schon immer benutzen können? Wäre vielleicht viel einfacher gewesen. Meinst du bei den Great Eight? Mhm. Nee, die meisten, die springen ja dann wahrscheinlich in dich rein. Ja gut, aber ich sag mal, du bist ja noch ein bisschen mobiler mit dem Hund als... Es geht noch weiter. Ja, das ist aber jetzt, glaube ich, die letzte Stage. So, was... Lass mal leben. Den Jet vielleicht noch, dann können wir nämlich da oben den Energietank nehmen. So, quietsch. Jetzt ohne Scheiß, wir nehmen anderthalb Stunden schon auf. Alter. Ja. Krass. Mir kommt's gerade mal so vor, als eine halbe Stunde oder so. Ja. Nö, das passt schon, finde ich. Nö, für mich nicht. Vielleicht habt ihr schon die Uhr zurückgestellt, dann passt das wieder mit einer halben Stunde. Nö. Ich will nicht so. Ich will leben und Energietanks. Ich will leben. Und Energietanks. Ich kann nicht auf Start. Ah, jetzt kann ich auf Start drücken. So. Ich glaube, das Spiel macht's nicht mehr lange. Ich glaube, der Jule macht's auch bald nicht mehr lange in dem Spiel. Wenn du den Boss tot hast, ist das Spiel nämlich dann. Es zerstört sich dann selbst. Who the fuck is that? War das jetzt eben Dr. Wright oder ist das jetzt Dr. Wright? Eben das war. Also er sah aus wie Dr. Riley, nur. Ach, Riley, Dr. Wright. Ich bin schon mal bei Zelda und bei Dingensbums. Nur das war halt. Nicht er selbst. Eine Puppe, genau. Eine Puppe? Ja. Oh. Ist ja anstrengend hier. Ja. Ja, wenn das so gut ist, ist ja gut. Aber der wird wahrscheinlich sein Angriffsmuster nochmal ändern. Nicht ändern. Doch? Doch wird er. Wow! Das ist ja noch Hälfte der Energie. Was ist das denn jetzt? Okay, das geht schon mal nicht. Wann kann ich den denn treffen? Ach, ich glaube, ich muss auf die Hände drauf. Nee. Was soll ich denn hier machen? Musst du irgendwie so im Springen schießen, dass du so schräg hoch in ihn reinschießt oder so? Oder musst du oben auf dem Kopf drauf? Ja, aber wie soll ich denn dann... Weiß ich nicht. The Top Man. Oder Spark Man, wie heißt der, mit der sich so dreht? Ja. Okay, das ist das nicht richtig. Schon nicht wirklich. Ready, go! 3, 2, 1. Los! Los!